Neugierige Blicke. Wir schauen in längst vergangene Kindertage. Filmische Dokumente aus schlechten Zeiten und einem beginnenden Wirtschaftswunder. Fräulein Wunder in unserem Kaleidoskop der Zeit und Männer mit Hut. In unserem Film gesellt sich die Politik in Ost und West zum Alltag der Menschen in bald zwei Staaten. Zeitreise vom Neubeginn der Nachkriegsjahre zum Wirtschaftswunder, das sie schaffen. Die Deutschen. Bad Wildungen, 17. Mai 1945. Galadiner und Konzert im Hotel Fürstenhof. Der US-General William Bradley, der Kommandeur der 12. US Army Group, empfängt den Sowjetmarschall Iwan S. Konjew, Befehlshaber der 1. ukrainischen Front. Treffen der Sieger. Pantomime. Hollywood-Star Mickey Rooney. Seit 9 Tagen schweigen in Europa die Waffen. Noch stehen die Sowjets an Elbe und Mulde, fast 90 Kilometer von dem hessisch-waldeckschen Kurbad entfernt. American Way of Life. In 6 Wochen werden die Russen ihre Zone nach Westen verschieben. 45 Kilometer östlich von Wildungen senkt sich dann, für 4,5 Jahrzehnte, der eiserne Vorhang. Vor Stalins Porträt ein Konzert des berühmten Geigers Jascha Heifetz. Noch herrscht Einigkeit unter den Siegern. Dessau. Vom Osten erreichen Ende April 1945 Flüchtlingskolonnen die Stadt, die von der 3. US-Panzerarmee besetzt ist. Zweitägige Straßenkämpfe haben ihre Spuren hinterlassen, wie hier in der Kavalierstraße. In der Askanischen Straße hat die Zivilbevölkerung weiße Fahnen herausgehängt. Über die Mulde führt im Juni 1945 eine Pionierbrücke.